Werner Bergengrün, der letzte Rittmeister. Der Rittmeister hatte noch zwei Bücher veröffentlicht. Diesmal nicht übersetzte, sondern selbst verfasste. Das erste hieß Die große Passionslegekunst, ein Vademecum für jedermann. Erschienen war es in Leipzig innerhalb einer Buchreihe, die sich Anleitung zum glücklichen Leben nannte und, wenn das Leben seitdem nicht glücklicher geworden sein sollte, ihren Zweck verfehlt hätte. Es war vergriffen und auch der Rittmeister besaß kein Exemplar mehr. Das andere Buch trug den Titel 186 Rezepte für die differierendsten Lebenslagen, ersonnen oder gesammelt und in jedem einzelnen Falle sorgsam ausprobiert von Incertus. Überhaupt war das Buch von der deutschen Sprache unkundigem Personal gesetzt, durch zahlreiche Druckfehler in seiner Brauchbarkeit eingeschränkt, nicht zuletzt, wo es sich um Dosierungen und Gewichtsmengen handelte, denn der Rittmeister war gewohnt, Zahlenangaben stets in Buchstaben auszuschreiben. Es sieht sonst leicht nach Eile aus, pflegte er zu sagen, und ich habe doch Zeit. Übrigens waren diese Druckfehler ziemlich gleichgültig, denn zum metrischen System, das sich darauf kapriziert, alles partout durch 10 zu teilen, mochte der Rittmeister kein rechtes Zutrauen fassen. Und so hatte er sich fast überall der alten russischen Gewichts- und Hohlmaße bedient. Mit diesen aber fand sich kaum ein Leser zurecht. Sehr viele Leser hat das Buch wohl auch nicht gehabt. Die Herstellung der kleinen Auflage hatte der Rittmeister selbst bezahlt und natürlich hatte er Geld dabei verloren. Und zwar nicht sehr viel, denn er hatte es zur Zeit der italienischen Geldentwertung in Mailand drucken lassen. Die Zahl der Rezepte hätte ein anderer wohl auf 175 begrenzt oder auf 200 erhöht. Der Rittmeister aber sagte, als ich auf diesen Punkt zu sprechen kam, genauso viele wusste ich, keins mehr, keins weniger. Er schenkte mir ein Exemplar. Ich habe gerne darin geblättert. Später ist es mir bei einem Umzug abhanden gekommen. Keineswegs enthielt nun das Buch ausschließlich Kochrezepte. Vielmehr waren diese entschieden in der Minderheit, wenn man die Anweisungen zur Bereitung von Gewürz und Fruchtbranntweinen, Likören, Glühwein und Punsch nicht hinzurechnet. Wie alles, was aus des Rittmeisters Händen hervorging, war auch das Rezeptbuch nur in engstem Zusammenhang mit der Persönlichkeit seines Urhebers zu begreifen. Es gehörte zu seiner Biografie. Es war ein Buch, das man lieb haben musste wie seinen Verfasser. Es erinnerte an jene kalenderartigen Hausbücher der Barockzeit, in denen gute Ratschläge für Kindererziehung, Sauerkrautbereitung, Wundbehandlung, Zauberabwehr und Beseitigung von Hühneraugen mit Ermahnungen zu gottgefälligem Wandel und mit einem genauen Verzeichnis der zum Aderlass oder Nägelschneiden günstigen Tage beieinander stehen. Es enthielt die Erfahrungen eines ganzen Lebens und eines ganzen Menschen. Der Sprachgebrauch unserer Tage sieht, glaube ich, für dergleichen die Bezeichnung ganzheitlich vor. In der Tat waren, wie der Titel es versprach, die differierendsten Lebenslagen berücksichtigt. So gab es ein Rezept für den Umgang mit Behörden, wobei vornehmlich an Zoll-, Steuer- und Fremdenpolizeibehörden gedacht war, und in einem Anhang Wink
Blicke für den Umgang mit Behörden in totalitären Staatswesen erteilt wurden. Auch ein Rezept mit der Überschrift Knöpfe, namentlich wichtige, schnell und sicher anzunehmen, fehlte nicht. Ein anderes galt dem Mischen von Farben unter spezieller Beachtung von Sonnenuntergängen, Reseda und Herbstnebeln. Es schloss mit der Feststellung, sehr bemerkenswert. Überhaupt übte der Rittmeister diese Wendung, die sich ja im Russischen natürlicher ausnimmt als im Deutschen. Gefiel ihm etwas, so sagte er gern mitten in die deutsche Rede hinein, Vesmas amichatelno. Überaus bemerkenswert, insbesondere wenn es ihn zugleich nachdenklich stimmte. Er war, das versteht sich selber, un homme tout à fait remarquable. In manchen Rezepten tat des Abwassers Freude am anekdotischen Grund. So erzählte er beim Café à la Margiloman die Entstehungsgeschichte dieses Getränks. Margiloman, rumänischer Premierminister, manche Leser werden sich des Namens aus der Zeitungslektüre ihrer jüngeren Jahre erinnern, erwarb sich bei einer Jagd Beifall und Dankbarkeit der Gesellschaft, als er kurzerhand Befehl gab, den Kaffee mit Champagner zu kochen, nachdem sich herausgestellt hatte, dass kein Wasser mitgeführt wurde und die Quelle, auf die man sich Rechnung machte, versiegt war. Der Rittmeister fand rühmende Worte für die aufstimmende und erheiternde Wirkung dieses wasserlosen Kaffees und unterließ nicht, ihn auch für Wüstenexpeditionen zu empfehlen. Für Fälle von hartnäckigen, insbesondere fiebrigen Erkältungen wurde Karaschi-Chai, zu Deutsch guter Tee, angeraten. Dieser gute Tee unterschied sich von anderen Teegattungen nicht durch seine Qualität, sondern durch die Art, in der er genommen wurde. Zur Kur bedurfte es eines großen Glases Tee und einer Flasche Cognac. Der Patient hatte zunächst einen Schluck Tee zu nehmen und dann den frei gewordenen Raum im Glase sogleich mit Cognac aufzufüllen. Solcherweise fuhr er fort, bis die Cognacflasche leer und die Erkältung beseitigt war. Als wichtig wurde eingeschärft, das Nachfüllen nach einem jeglichen Schluck und ohne Zeitverlust vorzunehmen, wie der Rittmeister sich ausdrückte, zur Erzielung der wünschenswerten Kontinuität. Ein Gericht, auf das der Verfasser einen hohen Wert legte, nannte sich warmer Aalsalat. Mit dem Wechsel der zwei kurzen und zwei langen A gab es sich schon phonetisch als etwas Außergewöhnliches zu erkennen. Erinnere ich mich recht, so musste abgehäuteter Spickaal mit heißem Gänsefett begossen werden, bis er darunter verschwand. Als Zutaten wurde eine Reihe abenteuerlicher Gewürze aufgeführt. Das Rezept schloss mit den Worten, freilich nicht jedermanns Sache. Gottvertrauen gehört dazu. Und Schnaps. Nein, keineswegs jedermanns Sache. Meine ist es, bemerkte er einmal, diese Stelle kommentierend. Ein Rezept hieß, Schuhwerk richtig zu behandeln. Dies war ein Thema, über das der Rittmeister sich bei Gelegenheit auch mündlich auszulassen liebte. Hier vertrat er ketzerische Meinungen.
Natürlich müsse beim Militär darauf geachtet werden, dass die Mannschaften ihre Stiefel putzen. Das sei nun einmal so. Was aber den absoluten Wert des Stiefelputzens angehe, so bekomme man da mit der Zeit andere Gedanken. Dies insbesondere, wenn man keine Bedienung mehr habe. Kein Schuhwerk, so behauptete er, erhebe den Anspruch, täglich geputzt zu werden. Erhebe eins ihn dennoch, so sei ihm das von Menschen eingeredet worden. Hier solle man sich weder von den Vorurteilen der Welt leiten lassen, noch sich vor dem jüngsten Gericht fürchten. Es sei, darauf wolle er schwören, vollkommen ausgeschlossen, dass etwa ein Stiefel seinen Herrn am jüngsten Tage wegen nicht genügend häufigen Putzens verklagen werde. Das ist meines Wissens noch nie vorgekommen, rief er lebhaft und brach gleich darauf in ein Gelächter aus, wohlfühlend und gern zugebend, dass er sich mit dieser Behauptung vergaloppiert hatte. Man solle sich, fuhr er fort, auch nicht beirren lassen durch die manchmal laut werdende Meinung, wenig gepflegtes Schuhwerk halte nicht so lange vor, wie unablässig durch Reiben ermüdetes und zur Besänftigung mit Creme beschmiertes. Selbst wenn diese Meinung recht hätte, so wäre es ohne Bedeutung, denn der Unterschied in der Lebensdauer könne nicht mehr als 2 oder 3 Wochen ausmachen, was einem Geldwert von allerhöchstem einem Rubel entspräche. Wenn es sich um sozusagen abstrakte Summen handelte, dann bediente der Rittmeister sich gern der russischen Münzbezeichnungen. So äußerte er einmal beispielsweise von einem aromatisch bitteren italienischen Aperitif: Was werde ich Ihnen sagen? Darüber würde ich meine letzten 20 Kopeken hergeben. Allzu häufiges Putzen könne auch präjudizierlich sein. Wie leicht entwickelten sich Gewohnheitsrechte. Ein richtiges Schuhputzen brauche, unvorhergesehene Widrigkeiten abgerechnet, nicht häufiger als Haarschneiden vorgenommen zu werden. Da habe man gleich einen guten Anhaltspunkt und zugleich eine Verbindung zwischen oben und unten hergestellt. Auch hier schien es auf das Ganzheitliche abgesehen. Bei trockener Witterung wischt man den Staub geschwind mit einem Lappen ab, am besten mit einem alten Strumpf. Da kommen Nachbarn zueinander. Bei schmutzigem Wetter denken die Leute auf der Straße, man sei noch mit blanken Schuhen von Hause weggegangen. Übrigens denken sie gar nichts. Während eines unserer langgedehnten Gespräche im Café Verbano stellte der Rittmeister einmal die Theorie auf, die nationalen Charaktere zeichneten sich sehr deutlich im Verhältnis der Völker zum Schuhwerk ab. Indem die germanischen Völker es so geputzt haben wollten, dass es unter keinen Umständen durch Unsauberkeit auffalle, die Romanen und Slawen dagegen so, dass es unter allen Umständen durch seinen Spiegelglanz auffalle. Im Orient wiederum seien lässige Pantoffeln beliebt, bunte, gestickte und unputzbare, während die Papuas und Buschneger barfuß gingen. Halb wie ein bedächtiger Forscher, halb wie ein Spaßmacher redend, wies er darauf hin, dass man in Russland und vielleicht noch mehr in Polen ganz schlecht angezogene, ja fast zerlumpte Männer sehen konnte, deren hohe Stiefel einen Glanz wie Lackleder hatten. In Russland und Italien
saß von jeher an jeder zweiten Straßenecke ein Stiefelputzer und fand viel Zuspruch. In germanischen Ländern wären nur wenige Menschen bereit gewesen, sich die frühmorgens geputzten Schuhe unter Tage noch einmal putzen zu lassen. Und das Gewerbe hätte seinen Mann nicht genähert. In Neapel habe ich einen Straßenbettler gesehen, der sich die Schuhe putzen ließ und noch ein Trinkgeld gab. Nun, warum nicht, wenn das Geschäft es abwarf? Bei uns hierzulande gab es ja auch Bettler, die Pferd und Wagen besaßen und damit von einem Gut zum anderen fuhren. Freilich bei den Entfernungen. Und es ist doch dumm zu glauben, ein Bettler dürfe nur auf trockenes Brot erpicht sein. Schließlich ehren den Menschen seine Bedürfnisse. Übrigens die Redensart, Manieren wie ein Schuhputzer, konnte nur in Deutschland aufkommen. In Italien habe ich unter den Schuhputzern die höflichsten und gesittetsten Männer gefunden. Nach solchen Lobreden auf Schuhputzer und Schuhputzen sagte er halb seufzend, halb lachend: Sehen Sie, und das alles beruht nun auf einem Missverständnis. Ich selbst erinnere mich noch der Zeit, da es in Deutschland keine öffentlichen Schuhputzer gab, nicht einmal auf den Bahnhöfen. Es machte Aufsehen, als sich in Berlin auf dem Bahnhof Friedrichstraße der erste Mann dieses Gewerbes etablierte. Es war im Jahr 1916 und der Bahnbrecher war ein invalider Soldat, der auf den Bahnhöfen, Plätzen und Straßen von Kongresspolen sich seine Vorbilder ersehen hatte. Er machte vortreffliche Geschäfte, besonders an den von weit her kommenden Urlaubern, die, bevor sie ihre Reise fortsetzten, mit blanken Stiefeln in Berlin auf den Bummel gehen wollten. Er fand Nachahmer, aber im Grunde ist die öffentliche Schuhputzerei in Deutschland auch heute noch nicht von den Bahnhöfen in die Städte gedrungen. Zu dieser Erzählung nickte der Rittmeister mehrfach und sagte dann: Sehr bemerkenswert. Sie interessierte ihn, wie ihn das Unbedeutendste zu interessieren vermocht. Es hätte seiner Art nicht entsprochen, den Gedanken eben als Gedanken zu formulieren, aber sein ganzes Wesen drückte als eine Grundempfindung dieses aus. Alles auf der Welt hängt zusammen. Alles hat seinen Platz, ein Stiefel so gut wie ein Felsengebirge, und so hat alles Anspruch auf die gleiche Beachtung. Genug davon. Wir kehren zu differierenden Lebenslagen zurück. Da erinnere ich mich noch bis und noch folgender Rezepttitel: Totentrompeten in Tarragona einzumachen. Hosen kalt zu bügeln. Bereitung von Hustersauce in autarken Staatswesen und Zeiten. Backen von Hundekuchen für Werk- und Feiertage. Möbelpolitur wohlfeil anzufertigen. Herstellung einer wirksamen Salbe gegen warme Sehnen der Pferde. Herstellung einer wirksamen Salbe gegen rheumatische Schulterschmerzen bei Menschen. Bekämpfung des faulen Strahls mittels eines selbst zubereitenden Huffettes. Über das Reinigen von Blasinstrumenten, Wasserpfeifen und Zigarettenspitzen. Über Behandlung von Föhnbeschwerden
und Furunkulose, über Behandlung von Vorgesetzten und Einschaltung von Regimentsdamen in Abkommandierungsangelegenheiten nach vorgefallenen Abrüstungen mit sinngemäßer Abwandlung auch auf Zivilverhältnisse anzuwenden. Anleitung zur Beobachtung und Ausdeutung des Minenspiels der Mitspielenden beim Kartenspiel. Das Buch schloss mit einem Rezept für jedermann, seinen Frieden mit dem Schicksal zu machen. Unglücklicherweise habe ich dieses Rezept vergessen, während mir die Zusammensetzung der Salbe gegen warme Sehnen der Pferde recht genau im Gedächtnis geblieben ist.